Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Jo, was besprechen wir denn heute? Es geht um Betzels mal wieder. Ich entschuldige mich, ich sollte eigentlich Love Stories machen. Ich hab noch ungefähr 5 bis 7 Stück. Die habe ich alle im Laptop drin. Und das sind so lange Dinger. So lang, so lang. Und also, das sind so lange Geschichten. Und die muss man halt dann auch erstmal lesen. Und dann habe ich noch so viele Punkte. Ach komm. Ich verschiebe die Love Stories, aber ich gelobe Besserung. Also ich werde ja, versuchen, so schnell wie möglich wieder eine Love Story zu bringen. Ich weiß, ich kriege schon Nachrichten, warum keine Love Stories mehr? Die kommen wieder. Aber wir müssen Betznis machen, weil das ist einfach der Knaller. Dann wollte ich noch was sagen. Ihr seht meine Augenbrauen. Es ist roundabout 2 Monate jetzt, da ich die Augenbrauen wachsen lasse. Und ja, es ist noch lange nicht. Also das wächst noch und es ist noch. Es sprießt, also hier unten ist, bis hier unten ist es noch. Natürlich, das Microblading sieht man auch noch. Ich habe mir schon so einen Stift geholt, wo ich das dann, sobald hier die Original-Augenbrauen kommen, werde ich da oben abdecken. Dann werden wir mal sehen, wie es aussieht. Bis jetzt sieht es noch kurios aus. Also, wenn man das abdeckt, ne, dann denkt man, ich habe nur halbe, so wenig Augenbrauen. Und ach, wir werden sehen. Okay, jetzt geht's los. Heute behandeln wir das Thema, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber das muss auch gesagt sein, weil das ist sehr, sehr wichtig und es kann vielen Frauen helfen, Geld zu sparen und diesen Fehler einfach nicht zu begehen. Und der wird so häufig gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Natürlich hinter verdecktem oder hinter verschlossenen Türen, dass es keiner mitbekommt. Manche Frauen, die sich trauen, die sagen das öffentlich und manche schreiben mir das. Und ich habe nicht wenige Geschichten oder Nachrichten bekomme ich und jetzt ist Hochsaison, also Betsy Hochsaison. Ich habe wirklich sehr viele Nachrichten im Moment für Betsys, weil die geben Betsys im Internet ein, finden sofort mich und fragen mich dann. Und ich bin wirklich erschrocken, dass es immer noch viele Frauen, aber Alhamdulillah, ich werde angeschrieben und die Leute gucken die Videos. Alhamdulillah. Also von dem her ist schon mal gut, dass dagegen gearbeitet wird. Fangen wir mal an. Wir reden jetzt mal hier von, ihr wisst ja, heutzutage gibt es ja Alhamdulillah WhatsApp, Skype, wir haben Messenger, da kann man auch Videotelefonie machen. Es geht um die Videotelefonie. Ja, wenn dann halt mal, wenn man mal überlegt, was machen denn diese Frauen? Sind meistens ältere Damen, 40, 50 aufwärts, also eher 50 aufwärts. Die meinen vielleicht den zweiten Frühling zu erleben und sich total mit der rosaroten Brille irgendwie hinter der Kamera verstecken und denken, ja, mein Romeo, du bist die Liebe meines Lebens. Und dann lassen sie sich total fallen und ja, was, also wir wollen mal anfangen. Wir reden jetzt von Frauen, die, ich kann ja auch nicht so direkt reden, wir reden von Frauen, die sind um die 50 rum und haben ihren Freund, sagen wir, der ist 30, 25 oder jünger. Und klar, meistens sind das, soll ich sagen? Viele sind auch unverheiratet und das ist der erste Kontakt zum weiblichen Geschlecht diesbezüglich. Ne, weil sie frisch nach Hurghada kommen und sehen, ach, die Moneymaker, ich will auch so einer werden. Dann, ja. Und dieses Schüchterne gefällt natürlich den reifen Damen und dann geht's los. Was soll ich sagen? Ich wollte euch warnen, weil wisst ihr, wie viele Leute das Internet anmachen und wie viele, ich nenne sie jetzt mal Omis. Ja, sorry, ab 50, nein, ab 60 ist man eine Omi. Ganz logisch. Also wenn ich 60 bin, bin ich auch eine Omi. Ich gehöre jetzt auch schon zu den reifen Frauen. Kann ich mich noch nicht so identifizieren, aber es ist so. Wir sind nicht hier, ich bin keine 30 mehr. Mit 30 gehörst du noch. Ach, das ist nicht das Thema. Weiter geht's, sorry. Ihr merkt, mir ist das peinlich, aber man muss, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, dass es trotzdem noch höflich rüberkommt. Also. Ich war früher in Hurghada, wie ihr wisst, habe ich da gelebt und ab und zu sind wir halt dann auch in so Internetcafés gegangen, aber jetzt nicht zum Chatten, sondern wir hatten da einen Typen, der hat uns immer hat uns immer Filme runtergeladen. Ne? Wir haben ihm dann bezahlt dafür. Also der kann dir, du gibst einen Namen und der holt dir die Videos. Aber das machen ja viele. Und da sind wir immer regelmäßig durchgegangen und da saßen dann die Ägypter, ne, vor den und die Frauen dann davor. Und wisst ihr, in Ägypten ist es ja so, die Frauen bedecken sich. Und weil, wisst ihr, wie viele Omis ich nackig gesehen habe? Also das war mir schon richtig peinlich. Dann läufst du da durch, ne? Und der Ägypter, der nimmt sich dann das letzte
die letzte Ecke, dass keiner sieht, aber dort, wo der Typ dieser sein Büro hat, da musst du halt langlaufen und dann guckst du kurz. Ich habe natürlich extra geguckt, weil ich wissen will, hast du auch so einen? Bist du auch so einer? Und habe ich immer alle so angeguckt und dann haben die sich natürlich immer so verkrochen mit ihren Headsets, ne, so hinten. Aber ich habe natürlich den Bildschirm gesehen. Die Frau hat mich nicht gesehen, aber ich habe die gesehen. Ne, im schlimmsten Fall sitzen die nämlich nackig da und es ist alles öffentlich. Und dann ist die Frau blamiert, ne? Und das ist Engländerinnen, Russinnen, das machen Deutsche, das macht europaweit, weltweit. So, da sitzen sie dann, für die Europäer ist es angezogen, aber für die Ägypter nicht. Hier im Spaghettiträger, schwarzes, du siehst sie praktisch nur so, mit Spaghettiträger, wie nackt. Und dann natürlich tipptopp geschminkt und immer so lasziv lächelnd. Und es ist halt, das ist ja logisch. Was denken dann die Leute? Wisst ihr, es ist vielleicht für euch, für die Damen, die fühlen sich nicht, weil die sehen es ja nicht. Aber das ist ganz schön öffentlich in so einem Internetcafé. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Internetcafé, da sagt nämlich der Habibi, ach, weißt du, Habibi, mir ist es unangenehm im, weil der will jetzt den nächsten Schritt gehen. Der will Kohle machen und der will dich nackig sehen. Sorry. Ich brauche einen Laptop, weil es sind so viele Männer, die sehen dich und ich liebe dich. Ich will nicht, dass sie dich sehen. Aber wie machen wir das? Ich brauche einen Laptop dazu und dann könnte ich dich auch viel öfter sehen. Ja, so ist das. Ja, und dann, was macht die gute Omi? Die schickt ihm Geld und oder schickt ihm sogar noch einen Laptop, kauft ihm einen bei eBay, gebraucht, sogar vielleicht noch neu, wenn er Glück hat. Dann hat er einen Laptop und ja, und dann fängt's an. Wenn es nicht schon im Internet angefangen hat, der macht nämlich Screenshots. Wisst ihr, was Screenshots sind? Also ich kann es mal kurz erwähnen. Das sind, wenn du hier mit deinem Spaghettiträger und ihm so einen Knutschmund zuschmeißt, in dem Moment macht er ein Foto von dir. Dann, und weißt du, wie viele Leute Fotos machen in allen Situationen? Ja, und dann machen sie ja nicht nur, und dann, wenn sie dann zu Hause sind mit dem Laptop und jetzt denkt die Frau, jetzt sieht er mich wirklich nicht. Also niemand. Und dann sind sie ja noch schamloser, ne, und machen dann noch viel mehr. Und das alles kann mit per Handy aufgenommen werden, ohne dass nämlich die Kamera das mitbekommt. Das kann. Und was macht er denn mit diesen? Also der kann Fotos machen, der kann Videos von dir machen. Und dann, was passiert nämlich dann, wenn du nämlich ein Betsy hast? Und das sind die Betsys, die sowas machen. Ich kenne jetzt keinen, der sowas macht. Ja. Sowas macht. Außer Betsys. Sorry. Vor allem, wenn sie dann nur ein Jahr zusammen sind oder ein halbes Jahr, dann macht man sowas nicht. Sei mal nicht böse. So viel Vertrauen kannst du nicht zu dem Mann haben, so gut kennst du den nicht. Von zwei, dreimal gesehen in einem Jahr, das geht nicht. Da kann ich mich nicht vor dem ausziehen und mit dem noch Cyber-Punkt-Punkt machen. Das geht nicht. Aber es geht doch. Und dann heulen nämlich die Frauen und schreiben dann, ja. Ich werde erpresst. Ne? Dann kommen die Erpresser. Wenn es nämlich sieht, hey, da fließt kein Geld mehr, ich habe jetzt Laptop, ich habe Handy, ich habe das, das und die schickt mir kein Geld, weil ja, die ist geizig, dann oder wenn irgendwas ist, dann fängt er, das ist die letzte Waffe, die er hat, wenn Schluss ist, es kommt nichts mehr. Ich habe Bilder von dir, ich werde die alle in Facebook veröffentlichen. In Hurghada Residence, Hurghada aktuell, die ganzen Hurghada-Fans und dann. Ist ganz easy, der macht sich nämlich dann ein Profil anonym und lädt es hoch, geht wieder in einen schönen Internetcafé und lädt es hoch. So, und was ist dann? Dann kann er nämlich auch sagen, mein Handy wurde geklaut und irgendeiner hat es hochgeladen. Es wird ihm nie nachgewiesen und so detektivmäßig arbeiten sie hier nicht. Da sagt die Polizei selber schuld. Was macht die auch sowas? Selber schuld. Und da bist du nämlich dann der Mops im Internet, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn der noch völlig. Sorry, dass ich das jetzt sage. Okay, es ist nicht zum Lachen, aber manchmal schon, muss man echt sagen. Wie naiv ist man dann? Man sieht es immer wieder in den. Manche nehmen ja auch so Profilbilder davon, ne, die Männer, von ihren Ex-Frauen dann, also die Betsys, ne? Ich habe auch eine Dame gehabt, die hat gesagt: Guck mal, der hat mich jetzt so bestochen, ich habe ihm Geld geschickt und jetzt ist es nicht genug, er will nochmal. Und da schickst du ihm Geld und wieder, ja Geld, wer Geld hat, wer das machen möchte, Leute, ab 50, aufwärts, 60, stellt euch mal vor, eure Verwandten sehen das, was ihr da im Internet treibt. Stellt euch mal vor, deine Schwester, die gerade im Seniorenheim Kaffee trinkt und kriegt da
Zufällig sieht sie das, die spuckt ihren ganzen Kaffee auf den Tisch. Meine Schwester im Internet mit einem Ägypter. Sorry, das ist lächerlich, es ist zum Lachen. Aber hey, ich muss euch so die Augen öffnen, das geht ja nicht anders. Ihr Omis, ihr denkt, das ist die zweite Liebe. Nein, das sind Tricks, miese Tricks. Das wird alles fotografiert, aufgenommen und dann, ja, dann werdet ihr ans Messer geliefert. Es sei denn, ihr schickt mal kurz 20.000 Euro. Natürlich macht es nicht jeder, aber die Gefahr besteht. Und bevor man sowas macht, ja, keine Ahnung, wieso braucht man auch sowas? Entschuldigung. Anyway, das gibt ja verschiedene Vorlieben, sei mal dahingestellt, aber ihr solltet euch doch selbst schützen. Wenn ihr mit ihm chattet, zieht euch ein T-Shirt an, zeigt wenig Haut, es reicht ja schon, dass er euer Gesicht sieht. Also Entschuldigung, man muss sich doch nicht nackig zeigen im Internet. Und so sicher ist das Internet auch nicht, dass man nicht weiß, wer da noch mitschaut. Sorry, und ihr seht auch nicht den ganzen Raum. Vielleicht hat er die Bude voll hocken mit Typen und die lachen über dich. Kann alles sein. Von dem her, zieh dich bitte nicht mehr aus im Internet. Tu dir den Gefallen, geh das Risiko nicht ein. Nachher hast du nämlich noch mehr Probleme. So, das war's schon wieder von mir. Ja, Betzness, Cyber, muss man auch mal ansprechen. Ist ein ganz, ganz großes Thema. Denkt man gar nicht. Und Entschuldigung, wir sagen immer Omis. Es gibt auch junge Mädels, die das machen. Und ja, da werden die genauso erpresst. Aber es ist halt, die jungen Mädels stecken das eher weg wie so eine Omi. Also die ist fix und alle, die kurz vorm Herzinfarkt. Das hätte sie ja nie von ihrem Habibi gedacht. Und immer noch stolz im Internet. Meiner ist anders und meiner ist ja so toll. Der liebt mich über alles und der massiert mich, der macht und tut. Und dann hast du nämlich den Erpresser an der Backe. By the way. Jalla, das war schon wieder bei mir. Mein Dilemma. Bye, bye.